Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit einem kleinen Boot unterwegs, mit einem Schlauchboot. Chrissy ist dabei. Und ja, wir sind schon gut bepackt. Das ganze Boot ist voll. Wir wollten eigentlich nur mit leichtem Tackle Spinnfischen gehen, aber wenn man filmen will, muss einiges mit. Anker, Kescher, Kamerazeug und dann ist das Boot schon voll. Das ist nur ein 2,30 Meter Schlauchboot. Aber wir versuchen heute ein paar Hechte zu fangen. Mal schauen, ob das klappt. Und wir hoffen natürlich auch, dass das Wetter standhält, weil es soll heute regnen. Aber bis jetzt sieht es noch einigermaßen gut aus. Jetzt fahren wir erstmal raus und versuchen einen zu fangen. So, der erste Fisch im Drill. Und im Kescher. Geil! Das ging schnell. Hier ist der erste Hecht. Fetten Gummifisch gebissen. Guter Start in den Tag. Geil. So sieht der Köder vorm Biss aus. Und so danach ist mir schön den Paddelschwanz hinten weggehauen. Aber er funktioniert. Auf den fetten Chattis von Westin. Schöner Barsch. Voll weggeballert. Alter. Ist das geil, ey. Richtig nicer Barsch. Voll fett. Wir sind jetzt wieder an der Stelle angekommen, wo wir heute Morgen gestartet sind. Und ja, nach Dauerregen und einigen Kilometern zu paddeln, lief leider nichts mehr. Ein Döbel haben wir noch gefangen. Ja, die Bedingungen heute waren nicht optimal. Es hat dauerhaft geregnet und die Hechte hatten nicht wirklich Bock. Wir hatten noch einen Biss auf Oberflächenköder. Aber an sich war es sehr schwierig heute. Nichtsdestotrotz möchte ich euch kurz mal meine Top 10 Spinnköder vorstellen, die ich eigentlich immer irgendwie am Fluss dabei habe. Eigentlich immer in meiner Box landen. Da fange ich an mit drei Oberflächenködern. Das ist einmal hier ein Popper, Glassichtpopper von Izumi, glaube ich. Der ist sehr interessant für Barsch und Rapfen, vor allem im Sommer, wenn die kleinen Fische, die Brut unterwegs sind, kann man damit eigentlich immer gut was reißen. Weiter geht's mit einem Boney von Ilex. Das ist ein Stickbait, den man schön weit werfen kann. Vor allem, wenn man irgendwas an der Oberfläche rauben sieht, kann man den eigentlich immer reinfeuern. Und ja, der funktioniert. Gibt's natürlich von anderen Firmen auch, einfach ein Stickbait. Farbe ist da relativ egal. Dann, wenn die Seerosen an der Oberfläche sind im Sommer, verwende ich hier so einen Krautfrosch. Das ist jetzt ein japanischer Köder. Was an dem hier cool ist, ist, dass er einen Einzelhaken hat. Die gibt es auch mit Zwillingshaken von Spohr oder so. Da hat man aber oft, sehr oft Fehlbisse. Und also ich habe das jetzt mal getestet und mit Einzelhaken hakt man die Hechte auf jeden Fall besser. Was da ein Nachteil ist, wenn man hier ein, zwei Hechte gefangen hat, ist der komplett durchlöchert und sinkt meistens schon ab und schwimmt dann nicht mehr. Dann sind die kaputt. Aber mit Einzelhaken auf jeden Fall besser. Weiter geht's mit Crankbaits. Oder mit dem Crankbait, den ich immer verwende, ist auch von Ilex, der Aragon SR. Ja, der bleibt nirgendwo hängen, kann man auf Barsch, Zander und Hecht fischen, schnell einkurbeln, in Strömung fischen. Döbel haben auch richtig Bock drauf. Und dem sieht man es auch schon an, da fehlt schon ein Auge. Der hat schon ordentlich Fisch gesehen. Weiter geht's mit einem etwas teuren Köder. Das ist hier der Luckycraft Pointer Suspender. Den kann man auch schön langsam führen. Und ja, Köder, der funktioniert, so auf 1-2 Meter Wassertiefe läuft, den kann man twitchen, den kann man schnell führen, den kann man einfach nur einkurbeln, sehr variabel führen und immer eine Waffe. Wenn man mal einen Köder braucht, der sehr, sehr langsam geführt werden muss, weil die Fische träge sind oder einfach keinen Bock haben oder irgendwie nicht einfach gereizt werden müssen oder auch im Winter, und es ist der Rapala X-Rap, gibt es auch in verschiedenen Farben. Ist auch ein Suspender und den kann man schön lange stehen lassen. Durch die Federn hat man hier nochmal einen besonderen Reiz hinten. Vor allem die Hechte, wenn sie wirklich gar keinen Bock haben. So ein Köder, wo sie doch mal reinsaugen. Dann den kleinsten Köder in meiner Box. Das ist ein ganz einfacher ASP-Spinner. Für Rapfen und Barsch kann man sehr weit werfen und sehr schnell einkurbeln. Funktioniert im Sommer extrem gut. Und auch auf jeden Fall ein guter Geheimtipp. Dann etwas größerer Gummifisch, Lanka City, der Shaker. Den sieht man es hier auch schon an, der ist komplett lidiert, der hat schon einige Hechte gesehen. Ist auch natürlich in verschiedenen Farben und Größen, aber allgemein diese Form an Gummifisch, die funktioniert sehr gut im Fluss.
sinkt schön langsam ab mit einem leichten Bleikopf und mach ordentlich Druck unter der Wasser. Genau. Mein absoluter Favorit, nicht nur im Fluss, auch im See oder im Meer oder auf egal was, beißt eigentlich immer auf diesen Köder. Das ist der Kawashi Miki von Ilex. Der wird leider nicht mehr produziert. Also wenn man den irgendwo im Laden noch findet, aufkaufen und hoffen, dass er nicht abreißt. Also den Köder tauche ich aus jedem Wasser raus, egal wie kalt es ist. Dem sieht man es auch an, der hat schon ordentlich Fisch gesehen. Der funktioniert wirklich immer, also egal in welchem Video, wo ich irgendwie Hechtangeln war, da habe ich mit dem Köder auf jeden Fall einen Fisch damit gefangen. Und ja, meiner Meinung nach mit einer der besten Köder, die es auf dem Markt gibt oder gab. Und ja, das waren meine Top 10 an Spinnködern. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wie immer, abonnieren nicht vergessen.